Hallo und herzlich willkommen in meiner kleinen, aber feinen Podcast-Welt von Windhunde verstehen. Ich bin Monika Mosch, deine Windhund-Expertin, und ich bin seit vielen Jahren als Hundetrainerin mit der Spezialisierung auf Windhunde tätig. Doch bevor wir richtig loslegen, ein kleiner Tipp: Schau unbedingt in die Shownotes. Hier findest du alle relevanten Links, die dir helfen können, deinen Windhund besser zu verstehen. Jetzt aber genug der Vorrede, schnall dich an, es wird eine spannende Reise. Lass uns in die faszinierende Welt der Windhunde eintauchen. Ja, liebe Windhundbegeisterte, warum ist die regelmäßige Bewegung für einen Windhund so entscheidend für sein Wohlbefinden? Schaut ihr euch den Körperbau mit den langen, schlanken Beinen und dem muskulösen Körper an sich an, der darauf ausgelegt ist, überhaupt schnelles Laufen zu ermöglichen. Und um die Gesundheit zu erhalten, wird es wichtig, dass der Windhund in einer guten körperlichen Verfassung ist, um diese speziellen anatomischen Merkmale natürlich optimal nutzen zu können. Der Windhund fühlt sich nur dann wohl, wenn er das Tempo auf Strecke erhöhen kann. Und natürlich ist der Windhund ein Jagdhund, der durch die tägliche Bewegung auf seine Aufgabe vorbereitet wird. Das heißt, Windhunde benötigen regelmäßige körperliche Aktivität, um gesund und glücklich zu sein. Bewegung bedeutet der Aufbau von Muskulatur und Ausdauer und hat einen sehr großen Einfluss auf die geistige Fitness deines Windhundes. Er ist ein sportlicher und athletischer Hund, der sicherlich in der heutigen Zeit keine Existenzberechtigung mehr hat, denn wir alle gehen schön in den Supermarkt. Und gerade aus diesem Grund ist eine regelmäßige Bewegung für den Windhund so extrem wichtig für sein physisches und vor allen Dingen für das psychische Wohlbefinden. Eine schlechte körperliche Fitness und überschüssiges Körperfett können zu einer Vielfalt von Gesundheitsproblemen führen. Um nur einige zu nennen, wir sind hier bei Gelenkproblemen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und natürlich die viel gerühmte Diabetes. Das ideale Gewicht und die Muskulatur muss erhalten werden. Und die regelmäßige Bewegung ist daher entscheidend, um Fettleibigkeit zu verhindern und bedient gleichermaßen natürlich auch die Psyche des Windhundes. Wieso hat Bewegung so viel Einfluss auf das Energiemanagement und damit auch auf das Verhalten deines Windhundes? Wenn Windhunde nicht ausreichend trainiert werden, kann die Energie in unerwünschtem Verhalten resultieren. Das äußert sich in übermäßigem Bellen, Zerstörung von Gegenständen oder allgemeiner Unruhe. Durch eine regelmäßige körperliche Aktivität können die Windhunde ihre Energie abbauen und sind in der Regel ausgeglichener und ruhiger im Verhalten. Aber dabei ist es wichtig, dass die Bewegung die richtige und vor allem, dass sie fokussiert ist. Und das ist wahnsinnig wichtig für die Gesunderhaltung. Denn einfach rumtoben und rumspringen, wie das halt von vielen Windhundhaltern, die ich so kenne, praktiziert wird, auf eingezäunten Auslaufen, das ist keine fokussierte Bewegung. Die fokussierte und die richtige Bewegung, die trägt nämlich zur körperlichen Fitness und zur allgemeinen Lebensqualität von deinem Windhund bei. Die Aufrechterhaltung der körperlichen Fitness ist also ein wichtiger Bestandteil der Fürsorge für Windhunde, damit ihr sicherstellt, dass sie ein glückliches und gesundes Leben führen können. Kein Sportler, kein anderes Tier, ich komme aus dem Pferdesport, wie viele von euch wissen, ist in der Lage, unvorbereitet auf ein bestimmtes Ziel mit euch hinzuarbeiten. Und so geht es natürlich auch dem Windhund. Egal, ob ihr joggt, der mit am Fahrrad läuft, oder ihr ausgedehnte Wanderungen und Spaziergänge macht, bereitet euren Windhund darauf vor. Aber
Jetzt komme ich mal zum Laufband. Das Laufband bietet natürlich eine kontrollierte und die sicherste Umgebung überhaupt. Im Gegensatz zum Laufen im Freien, wo viele unvorhersehbare Faktoren wie der Verkehr, andere Tiere, insbesondere Wild und auch Witterungsbedingungen auftreten können, abgesehen mal von den unterschiedlichen Bodenverhältnissen. Da ermöglicht euch das Laufband eine zuverlässige Trainingsumgebung. Und die ist natürlich wichtig, um Verletzungen zu verhindern. Also Windhunde sind unheimlich empfindlich gegenüber den extremen Wetterbedingungen, insbesondere Kälte, Hitze und die Luftfeuchtigkeit, was natürlich auch wieder ein Vorteil des Laufbandes ist. Ihr könnt nämlich ganzjährig, egal welches Wetter und welche Witterungsbedingungen vielleicht euer Training beeinflussen oder beeinträchtigen werden, mit eurem Windhund trainieren. Tipps zur Auswahl und Verwendung eines Laufbands. Ein speziell für Windhunde entwickeltes Laufband gibt es natürlich nicht, aber jedes Laufband, was der Größe und dem Pace, also der Geschwindigkeit eures Windhundes entspricht. Und mit Geschwindigkeit meine ich jetzt nicht das Sprinten, das wirkliche Rennen, das langgezogene Rennen, sondern eher den Trab. Das gibt euch auf jeden Fall die Möglichkeit, euren Windhund individuell entsprechend seiner Bedürfnisse und Fähigkeiten zu trainieren. Also nicht nur in der Rekonvaleszenz, zum Beispiel nach Verletzungen ist es wichtig. Wichtig ist, dass ihr sicherstellt, dass das Laufband korrekt eingerichtet ist und euer Windhund ordnungsgemäß überwacht wird. Weil da nur das, eine gute Überwachung, eine gute Vorbereitung, ein Trainingsplan, der macht das Training sicher und effektiv für euch und vor allen Dingen für euren Windhund. Ihr solltet die Verwendung des Laufbands verantwortungsvoll und unter Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse eures Windhundes nutzen. Also ein Laufband ersetzt nie, 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 niemals den Spaziergang, nie, nie, niemals das Laufen in der freien Natur, das Spazierengehen mit euch, das gemeinsame Erlebnis. Nein, es geht hier definitiv um die schlechte Jahreszeit, um vielleicht die Rekonvaleszenz, um nach einem Trainingsabfall oder Stau euren Windhund wieder entsprechend aufzubauen. Ganz wichtig, dass hier am Anfang steht immer die Gewöhnung und der Aufbau der Kondition. Mit Gewöhnung meine ich natürlich die Gewöhnung an das Laufband selbst. Bevor ihr also ein Laufband anschafft, solltet ihr die Größe, die Geschwindigkeitsanpassung, zum Beispiel Höhen- und Tiefenverstellung, dass euer Windhund auch mal bergauf und gehen muss, weil das sich besonders gut eignet für die Hinterhandmuskulatur. Und natürlich wichtig ist die Sicherheit und die entsprechende Trainingsplan. Wie man den Windhund schrittweise an das Laufbahntraining gewöhnt und sicherstellt, dass es eine positive Erfahrung für euren Windhund ist, das ist die Vorbereitung. Und denkt immer daran, dass die Gesundheit und das Wohlbefinden von eurem Windhund oder von Tieren generell immer die oberste Priorität haben. Die schrittweise Gewöhnung deines Windhundes an das Laufband und natürlich damit verbunden die Sicherstellung der positiven Erfahrungen sind aus mehreren Gründen von herausragender Bedeutung. Denn insgesamt dient die schrittweise Gewöhnung und die Sicherstellung der positiven Erfahrungen nicht nur dem Wohlbefinden des Hundes, sondern es trägt natürlich dazu bei, dass das Laufbahntraining richtig, richtig effektiv wird, da euer Windhund motiviert ist und freiwillig natürlich mitmacht. Es ist wichtig, dass ihr das Training immer auf das Bedürfnis und das Tempo des individuellen Hundes abstimmt. Die Vermeidung von Stress und Angst,
Darauf möchte ich jetzt mal ganz besonders eingehen, denn gerade Windhunde können ängstlich oder gestresst auf neue Erfahrungen reagieren, aber insbesondere auf ungewohnte Geräusche und Bewegungen. Ein plötzlicher Start auf einem Laufband ohne Vorbereitung, das führt natürlich dazu, dass euer Windhund ängstlich wird und das Training als negativ empfindet. Durch eine schrittweise Gewöhnung wird der Hund an die Maschine und ihre Bewegung gewöhnt, was dazu beiträgt, natürlich Stress und Angst zu minimieren. Ein weiterer Punkt ist die Verhinderung von Verletzungen. Ein Laufband kann natürlich auch gefährlich sein, wenn der Hund überhaupt nicht weiß, wie er sich sicher bewegen soll. Da läuft auf einmal der Boden unter seinen Füßen weg. Wenn der Hund also nicht ordnungsgemäß auf dem Laufband trainiert wird, eingewöhnt wird, besteht natürlich eine Gefahr von Verletzungen. Durch das schrittweise Training kann der Hund natürlich lernen, wie er sich auf dem Laufband bewegen soll, ohne sich zu verletzen. Und stellt es nicht gleich auf die höchste Stufe der Geschwindigkeit ein, nur weil euer Windhund das kann oder ihr denkt, dass er es könnte. Er kann es nicht. Die Förderung der positiven Verknüpfung, und das ist das entscheidende Wort hier, damit euer Windhund das Laufbandtraining insgesamt als positiv wahrnimmt. Dafür ist es natürlich wichtig, dass er positive Erfahrungen damit verbindet. Dies kann durch Belohnung, Lob und Geduld während des Trainings erreicht werden. Wenn der Hund das Training mit positiven Erlebnissen verknüpft, ist er eher bereit, in Zukunft wieder auf das Laufband zu gehen. Und insbesondere dann sehe ich als eine Belohnung auch das Aufhören. Viele Halter denken, ach, das hat jetzt gut geklappt und jetzt gerade nochmal und nochmal und nochmal. Also nehmt euch zurück, schreibt euch einen vernünftigen Trainingsplan, den ihr vor allen Dingen auch einhaltet. Wenn ihr schaut in den Shownotes, findet ihr einen Link zu einem Video von meinen Windhunden. Insbesondere mein Windspiel hat großen Spaß und große Freude daran, auf dem Laufband zu laufen. Der läuft bitte nicht nachmachen, mittlerweile da auch ohne Leine und ohne Halsband, und der ist auch bereit, einfach zu arbeiten. Ganz, ganz wichtig, überfordert euren Windhund nicht auf dem Laufband. Bedenkt immer, dass es anstrengend ist, eine bestimmte Strecke in einem ganz bestimmten Tempo zu gehen oder zu traben. Und macht euch einen Trainingsplan. Ihr könnt mich gerne kontaktieren, wenn ihr einen solchen braucht, wenn ihr eine Beratung zur Anschaffung eines Laufbands benötigt. Ich habe sehr, sehr viel Erfahrung damit gesammelt, und dann könnt ihr über die Shownotes sehen, wo ihr mich erwischt. Da findet ihr auch meine Telefonnummer dann auf meiner Webseite, auf dem Blog, respektive könnt ihr eine Online-Beratung buchen. Gut, ich hoffe, es hat euch heute viel gebracht und Spaß gemacht, wieder zuzuhören. Hat eure Synapsen etwas angeregt, dass auch eine Belohnung nicht immer ein Leckerli sein muss, sondern eher darauf abzielt, dass ihr aufhört. Und zwar dann, wenn es am schönsten ist. Mein Fazit für heute: Wir sind zusammen in die faszinierende Welt der Windhunde eingetaucht. Ich habe dir erklärt, warum Bewegung für diese eleganten Geschöpfe so essentiell ist. Ihr schlanker Körperbau, ihre beeindruckende Genetik und ihr unermesslicher Energievorrat machen es unerlässlich, ihnen eine regelmäßige und qualitativ hochwertige Bewegung zu bieten. Ohne diese Bewegung könnten sie sowohl physische, aber auch psychische Probleme entwickeln. Daher liegt es in deiner Verantwortung als Halter, dafür zu sorgen, dass ihre Bedürfnisse erfüllt werden. Und dabei geht es nicht nur um das Rennen, sondern auch um das geistige und körperliche Training, um sie in Bestform zu halten. Dein Windhund, deine Verantwortung. Aber was ist, wenn ich dir sagen würde, dass selbst das einfache Spazierengehen für den Windhund nicht immer selbstverständlich ist?
Ja, da hast du richtig gehört. In meiner nächsten Episode werde ich genau dieses spannende Thema behandeln. Warum muss der Windhund lernen, spazieren zu gehen? Sei gespannt und schalte wieder ein. Bis bald auf diesem Kanal.